Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und unser Thema heißt Vor meinen Augen passiert. Was ist vor euren Augen schon Besonderes oder auch Schlimmes geschehen? Das könnte zum Beispiel ein Unfall sein, ein Verbrechen, ein Unglück oder sonst irgendetwas Schockierendes. Also wenn ihr gerne mit mir über etwas sprechen wollt, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt, schlimm oder vielleicht auch ungewöhnlich oder schräg, wie auch immer. Und ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist 60 Jahre alt und heißt Ursula. Guten Morgen, Ursula. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Was ist vor deinen Augen geschehen? Domian, mein Mann hat sich vor meinen Augen erschossen. Dein Mann hat sich vor deinen Augen erschossen? Ja. Wann ist das passiert? Schon 15 Jahre, aber trotzdem, ich leide heute noch darunter. Magst du uns die Umstände mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Domian, ich weiß es auf den heutigen Tag nicht. An diesem Morgen, es war freitags morgens, kam er um 8:30 an mein Bett. Ich habe die Rose noch gehabt. Kam er an mein Bett und sagte, Ursula, vergiss nicht, ich habe dich immer sehr geliebt. Domian, dann ist er aus dem Schlafzimmer und ich bin irgendwie sehr unruhig geworden. Und dann bin ich raus in die Küche, hab dann Kaffee gemacht, hab das Küchenfenster so runtergeschaut in den Hof. Domian, dann hat er das Garagentor aufgemacht. Er hatte ein Gewehr in der Hand und ich dachte noch, was tut er? Erst hat er auf den Boden geschossen, Domian, und dann hat er sich die Waffe an den Kopf. Und du warst noch in der Küche oder ja, im Haus und konntest aus dem Fenster in die Garage gucken? Ja, das ist nicht nur ein kleines Stück zur Garage. Also ich konnte direkt in die Garage. Er ist vor dem Tor aufgemacht und vor dem Tor stehen geblieben. Er hat zuerst auf dem Boden geschossen? Ja, ich dachte, wieso schießt er auf den Boden? Ist das eine Jagdwaffe gewesen? Oder? Ja, das war ein Domian, ein Spatzengewehr, das es sogar den Arzt Wunder genommen hat, dass es mit so einer Waffe geklappt hat. Und dann hat er sich in den Kopf geschossen. Domian, ich vergesse diesen Anblick. Solange ich lebe, vergesse ich das nicht. Also er hat sich in den Kopf geschossen? Ja. Domian, ich sehe meinen Mann heute noch, er ist dann umgefallen. Ich sehe noch, er hat Birkenstockschuhe an. Domian, Als er das getan hat, er wusste ja, dass du am Fenster stehst. Nein, ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, Domian. Weil ich glaube, er hat sich noch mal, wo er noch rauf ist, ins Schlafzimmer. Ich glaube, er wollte sich vergewissern, ob ich noch im Bett liege. Ach so, dass du noch im Bett liegst. Hat er diese Waffe in den Mund genommen und dann geschossen? Nein, Domian, seitlich in die Schläfe. War er sofort verstorben? Nein, Domian, ich habe dann gleich den Hausarzt angerufen. Er hat noch 4 Stunden gelebt, Domian. Aber er war nicht mehr bei Bewusstsein? Nein. Der Arzt hat mir gleich gesagt, der Hausarzt hat ja die ganze Familie gekannt. Er hat gesagt, ihr Mann überlebt nicht. Das Ganze ist 15 Jahre her, sagst du. Und du hast bis heute keinen blassen Schimmer, warum er das gemacht hat? Domian, niemand weiß. Er hat keinen Brief hinterlassen? Nicht, Domian, ich habe über ein halbes Jahr nach Abschiedsbrief geschaut. Ich habe in seinen Socken geschaut, überall. Nichts, gar nichts, Domian. Ihr hattet auch keinen Streit? Nein, Domian, wir haben... Im Oktober haben wir noch silberne Hochzeit gehabt. Es war so ein schönes Familienfest. Ihr habt ihr Kinder? Ein Sohn. Ja. Für den das ja auch dann unfassbar schockierend war, sicherlich, als er das gehört hat. Ja.
Domian, das ist ja auch also ein Problem. Unser Sohn war im Gefängnis in dieser Zeit. Ach so, ach so. Dazu vielleicht später nochmal. Aber noch eine andere Frage zu eventuell zu den Motiven. War er vielleicht krank und du wusstest von der Krankheit nichts? Ich weiß, ich Domian, ich weiß, gar nichts. Dass er vielleicht ein dass er vielleicht psychisch etwas angeschlagen war durch unseren Sohn, aber er hat selten darüber geredet, Domian. Dann erzähl doch mal, warum der Sohn im Gefängnis war. Domian, unser Sohn hat 1987 mal begonnen. Hm. Und 1987 einen Mord begangen? Ja, mit einem verheirateten Mann. Und 6 Jahre später begeht mein Mann Selbstmord, Domian. 6 Jahre später. Ich war am Boden zerstört. Das glaube ich. Das ist für dich ja unfassbar, was da auf dich eingefallen ist vom Schicksal. Ja. Warum, was hat dein Sohn gemacht? Warum hat er einen Menschen ermordet? Das war das zusammen mit einem anderen, mit einem verheirateten Mann. Eine Eifersuchtsgeschichte? Nein, Domian, das ist unter Drogen passiert, Drogen. Drogen, achso, Drogen war ich. Mhm. Ja. Ja, aber dann hat man ja vielleicht doch eine Erklärung, warum dein Mann das gemacht hat. Weil er vielleicht so erschüttert war darüber, dass sein Sohn so etwas getan hat. Domian, aber erst 6 Jahre später, weißt du es. Ja, ja, sicher, aber wer weiß, er wird sich ja genau wie du ganz, ganz viel und intensiv damit beschäftigt haben. Manchmal dauert es so lange, bis man zu einem Entschluss kommt. War denn dein Mann generell ein verschwiegener und stiller Mann? Na, er war schon offen, Domian. Ja, aber wenn ihn jemand gefragt hat, oh, wie geht's deinem Sohn, dann hat er das auch so runter gemacht, so runter. Und zu Hause, Domian, war er so fix und fett. Mhm. Zu Hause war er erschüttert, wo ich mit ihm geredet habe. Dein Sohn ist mittlerweile aus dem Gefängnis wieder raus, vermutlich. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu dem Sohn heute? Gut, Domian, gut, ja. Wie siehst du denn die Tat deines Sohnes heute? Domian, ich hab's auch verabscheut, wirklich. Mhm. Aber irgendwann hast du es dann noch zur Seite gelegt und bist froh, dass er wieder da ist und aus dem Gefängnis raus ist. Ja, Domian, aber gut, man kann sagen, zur Seite legen kann man das nicht immer, weißt du? Ursula, wie gehst du mit diesen Schmerzen um? Der Sohn hat einen Mord begangen und der eigene Mann hat sich vor deinen Augen quasi erschossen. Domian, ich war lange in einer Klinik, dass der Professor zu mir gesagt hat, er ist schon lange als so Therapeut und Nervenarzt, aber so einen Fall hat er noch nicht gehabt. Mhm. Bist du heute noch in ärztlicher Behandlung? Ja, so ab und zu, Domian, wenn ich merke, dass ich sehr nervös werde, nehme ich dann ärztliche Hilfe in Anspruch. Nimmst du denn permanent auch Medikamente ein? Nein, nicht mehr, Domian. Die habe ich total abgesetzt. Kann man denn nach so zwei elementaren Schicksalsschlägen, die du nun hast erleiden müssen, kann man da in irgendeiner Form wieder ein normales Leben führen? Nicht ganz, Domian, weil es ist bei mir immer in der Seele, Domian, es ist immer in der Seele drin. Immer. Bist du in diesem Haus und dort wohnen geblieben, wo das passiert ist? Nein, Domian, der Arzt hat gesagt, raus. Domian, ich habe dann das Haus verkauft, ganz schnell. Mhm. Ich habe in der ersten Zeit bei meinen Geschwistern geschlafen und habe mir dann eine Wohnung gekauft, Domian. Mhm. Wohnst du jetzt in der Nähe von diesem Haus oder weiter weg? Nein, ich wohne 10 Kilometer weg. Bist du da schon mal nochmal vorbeigegangen oder gefahren? Ja, das Haus ist dann, ich habe es verkauft und ist dann abgerissen worden, ach so, Domian. Ach so. Aber ja, ich fahre da vorbei, aber durch das, dass jetzt ein anderes Haus draufsteht, sind die Gefühle doch wieder ein bisschen... Ich verstehe. Ja. Gab es Phasen bei dir, wo du auch mit deinem dann verstorbenen Mann innerlich gehadert hast, dass er dir das angetan hat? Ja. Domian, warum hast du mich allein gelassen? Warum? Domian, ich hätte ihn ja gebraucht.
wegen meinem Sohn. Ich bin dann allein dagestanden, weißt du. Sicherlich wäre es, wenn es, ich meine, er muss ja in einer unglaublichen Not gewesen sein, dein Mann, dass er das getan hat. Ja. Wenn er dir zumindest einen Brief hinterlassen hätte, damit du eine Erklärung hast. Ja. Ne? Du meinst, ich habe so lange gesucht. Dann habe ich zum Hausarzt gesagt, Herr Doktor, ich suche alle Tage nach Abschiedsbriefe. Dann hat er gesagt, ich soll es lassen. Ja. Wenn er einen hinterlassen hätte, hätte ich ihn schon gefunden. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Dein Mann stand sonst ganz normal im Leben. Er hatte einen Beruf und alles war so normal. Ja, ganz normal, Domian, ganz normal. Er hat gearbeitet, aber fleißig. Aber wirklich, wir haben eine, ich muss dazu sagen, wir hatten eine gute Ehe. Wie lange wart ihr verheiratet? 26 Jahre. Ja. Naja, du hast gerade von der Hochzeit gesprochen. Ja, Silberne Hochzeit, genau. Ja. Ist es heute nach diesen 15 Jahren, die vergangen sind, hast du ihm das vergeben, dass er das getan hat? Ja, Domian. Ich denke aber vielleicht, weil ich habe viele Gespräche geführt mit Priester und mit Therapeuten. Ich war ein halbes Jahr in einer Klinik. Und da habe ich doch viel, ich hätte es nicht verhindern können, Domian. Ich glaube das auch, wenn er das so im Geheimen für sich ausgemacht hat, hattest du ja gar keine Chance, ihn in irgendeiner Weise zu erreichen. Ja. Ja. Nur, dass er das halt eine halbe Stunde vor Domian, dass er das zu mir gesagt hat. Ursula, ich habe dich, vergiss nicht, ich habe dich immer geliebt, Domian. Das ist natürlich so traurig und so furchtbar. Ja, und so traurig. Aber das hat mir erst im Nachhinein ein bisschen, dann habe ich gedacht, da hat er Abschied genommen. Ja, das hat er auch. Ja? Da hat er Abschied genommen, genau. Ja. Also, das tut mir sehr, sehr leid, was dir passiert ist, was dir widerfahren ist. Ja. Gab es Momente, wo du so fertig warst, dass du dir auch das Leben nehmen wolltest? Ja, es waren Augenblicke da, Domian, aber da bin ich wieder aufgefangen worden vom Arzt. Das ist gut, das ist gut. Ja. Jetzt wünsche ich dir von Herzen von meiner Seite, dass diese Wunden noch ein bisschen mehr verheilen. Ja, Domian. Noch ein bisschen mehr. Und dann ist vielleicht jeder Tag und jeder Monat kann dir ein wenig helfen, davon ein wenig Abstand zu nehmen. Da wird es immer sein, so hast du es ja gerade auch formuliert. Ja, es ist immer da, Domian, das ist ganz klar. Möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Ich bin jetzt so aufgeregt, Domian. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn die Sabine noch ein bisschen mit dir einfach so... Ja. Ne? Dann machen wir das so, damit wir dich jetzt nicht so ganz aufgeregt in die Nacht verabschieden. Ja. Leg doch ganz einfach auf und dann wirst du gleich von Sabine, die das Gespräch mitgehört hat, zurückgerufen. Dann könnt ihr in aller Ruhe das noch ausklingen lassen. Ja, danke, Domian. Wünsche dir von Herzen wirklich alles, alles Liebe, alles Gute. Danke. Auf Wiederhören, Ursula. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt an dieser Stelle möchte ich auch die Zuschauer von 1 Festival recht herzlich begrüßen, die heute etwas später dazugeschaltet haben und dazugeschaltet sind. Schön, dass ihr auch da seid. Unser Thema heute Nacht heißt Vor meinen Augen passiert und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, ja, was vor euren Augen Besonderes oder Schlimmes schon geschehen ist. Wir haben gerade mit Ursula gesprochen, mit der erschütternden Geschichte, dass ihr Mann sich vor ihren Augen erschossen hat. Also, was könnte es sein? Es kann ein Unfall sein, es kann ein Verbrechen sein, ein Unglück, es kann etwas Schockierendes sein, es kann vielleicht aber auch etwas völlig Schräges und Abstruses, vielleicht auch irgendwas aus dem Bereich der Sexualität sein, was vor euren Augen passiert ist. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 22 05050 oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Monika. Monika ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Monika. Was ist denn vor deinen Augen passiert? Ja, vor meinen Augen passiert seit einem guten Jahr, dass mein Partner mich mit Prostituierten betrübt irgendwie halt. Dein Partner hatte ich habe es nicht akustisch verstanden, vor einem Jahr mit... Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Mhm. Und was ist da vor deinen Augen passiert? Ich wollte es wahrscheinlich nicht wahrhaben irgendwie. Halt immer Anzeichen gesehen irgendwie halt, aber nicht klar und habe es verdrängt irgendwie. Ach so. Mein Partner hat
Kontakt zu Prostituierten irgendwie halt. Achso, das ist nicht direkt passiert, sondern es gab irgendwie so Anzeichen vor deinen Augen und du hast sie nicht wahrgenommen. Genau. Was waren das für Anzeichen? Anzeichen, dass er halt irgendwie halt zu spät gekommen ist, irgendwie sich nicht gemeldet hat, nicht erreichbar war, irgendwie halt. Mhm. Aber da kommt man ja nicht gleich auf Prostituierte. So. Eigentlich nicht irgendwie halt, aber es waren so dumme Zufälle, die ihn dazu geführt haben, irgendwie halt wie... Wie lange seid ihr ein Paar? Seit über einem Jahr. Erst. Und wie lange geht das jetzt schon so? Wahrscheinlich die ganze Zeit. Dann hatte ich es gerade richtig doch verstanden. Mhm. Wie bist du ihm denn dann letztendlich und endgültig auf die Schliche gekommen? Durch dumme Zufälle irgendwie. Ich habe halt irgendwie mein Telefon gesucht, habe seins genommen, irgendwie halt auf Wahlwiederholung gedrückt und hatte mit mal halt eine Prostituierte am Telefon, die sehr gesprächig auch war. Und die hat alles erzählt? Sie hat so ziemlich erzählt, irgendwie, was sie denn beruflich tut irgendwie und dass ich halt völlig an der falschen Adresse wäre als Frau. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht irgendwie halt. Ja, und dann hast du ihn damit konfrontiert, mit dem, was du da entdeckt hattest? Ich habe erstmal ein bisschen Nachforschung angestellt irgendwie halt über Telefonrechnungen irgendwie und Abrechnungen irgendwie halt. Und kam mir dabei auch relativ schlecht vor, Nachforschung zu stellen irgendwie. Aber es war halt so eindeutig irgendwie, dass ich ihn damit konfrontieren musste. Und wie hat er reagiert? Ja, erstmal halt irgendwie würde ich mir das halt nur einbilden und schwarz sehen und was weiß ich nicht irgendwie halt. Und irgendwann später hat das halt auch eingestanden. Nun ist die Beziehung ja noch relativ frisch und das ist ja umso merkwürdiger, wenn man frisch zusammen ist, dass er dann schon gleich am Anfang zu Prostituierten gegangen ist. Wahrscheinlich die ganze Zeit. Wie oft hast du das rausgekriegt? Ich schätze so halt mindestens alle 14 Tage. Alle 14 Tage? Das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Ja, wie stellt sich für ihn jetzt die Situation dar und für dich auch? Ich bin halt irgendwie ausgezogen irgendwie, habe meinen Koffer gepackt, bin gegangen irgendwie halt, weil ich komme damit halt nicht richtig klar. So, ich habe das lange genug versucht, weil eigentlich war es mir klar. Mhm. Es gibt ja noch andere Sachen, Pornosammlungen bis zum Vergasen irgendwie halt und also halt, es ist halt wirklich richtig schlimm irgendwie halt. Magazine, alles ohne Ende irgendwie halt so und ich habe das halt immer weggetan und gedacht, okay, das war vielleicht vor meiner Zeit, ich habe damit nichts zu tun. Mhm. Habt ihr denn jetzt nochmal ein ganz offenes Gespräch geführt? Und ja. Was sagt er? Wie stellt er sich dar? Oder wie, er sagt, dass es ihm halt leid tut irgendwie, dass er nicht weiß, warum das so ist. Gibt er denn alles jetzt restlos zu? Ohne Worte schon. Ohne Worte direkt schon. Direkt irgendwie zu sagen, ja, ich habe es getan, irgendwie halt nicht. Aber so ohne Worte irgendwie halt und mit Mimik und Gestik. Und aber er erklärt es nicht, warum er das tut. Er erklärt es nicht. Er sagt, er weiß nicht, warum. Ach, wie alt ist er? Er ist ein paar Jahre älter als ich. Sogar ein paar Jahre älter als du. Und der kann dir nicht erklären, warum er das macht. Er sagt, er weiß es nicht. Das ist halt so. Und das ist halt suchtartig. Ach so, sagt er denn, hat er das Wort, den Begriff Sucht denn auch gebraucht? Indirekt. Ja, also. Klingt ja auch wirklich so. Ja, denke ich schon. Er hat eine neue Freundin, er hat eine riesen Pornosammlung, wie du es gerade beschrieben hast, und er geht ständig zu Prostituierten. Das ist ja schon wirklich ein pathologisches Verhalten, ein Suchtverhalten. Ja. Hast du dich denn jetzt wirklich von ihm getrennt? Ja. Ach so. Wir sind beruflich eng verbandelt irgendwie, das ist halt das große Problem an der Sache, aber ich bin halt gegangen. Du sagst das alles so beteiligungslos. Ich bin, ja, also ich weiß es eigentlich schon ein bisschen länger irgendwie. Das ist ja halt auch das, was vielleicht zum Thema passt irgendwie halt so. Und ich wollte es nicht wahrhaben und heute habe ich halt die absolute Gewissheit gehabt. Heute? Die Frau, die ich am Telefon hatte. Ich verstehe dich so schnell. Was hast du heute am Telefon gehabt? Ich habe mein Telefon gesucht, habe seins genommen, um meins klingeln zu lassen irgendwie und hatte halt eine Frau am Telefon. Achso, das war die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Mhm. Ach, das war heute erst? Das war heute. Ach so. Ach so, das war so die endgültige Gewissheit. Das war die endgültige Gewissheit. Hast du denn heute, nachdem du mit der Frau gesprochen hast, auch nochmal mit deinem Freund gesprochen? Ja, habe ich. Ah ja. Bist du denn traurig, dass du ihn jetzt verloren hast? Total. Total am Ende eigentlich irgendwie. Bitte? Ich bin eigentlich doch total am Ende deswegen, ja, natürlich. Ja, ich meine, es ist ja jetzt unter Umständen nicht ausschließlich der Verlust, dass du jetzt einen Freund verloren hast, sondern auch... Ein Jahr Betrug, ne? Ein Jahr Betrug, an viel, viel Arbeit irgendwie. Wir sind beruflich eng verbandelt irgendwie halt. Ich habe irgendwie mein ganzes letztes Jahr irgendwie halt rein beruflich investiert irgendwie halt, um uns zusammen was aufzubauen irgendwie halt. Und aber beruflich bleibt ihr jetzt noch erstmal verbunden?
Ja, natürlich irgendwie. Das muss halt irgendwie. Wir wollten heiraten, alles Mögliche irgendwie halt. Alles wann hast du denn in diesem Jahr, nach wie vielen Monaten zum ersten Mal, wenn du jetzt im Nachhinein das betrachtest, dir so die ersten Signale bemerkt, wo du jetzt sagst, da war schon eigentlich was? Schon relativ früh irgendwie halt. Als er halt ständig zu spät kam, irgendwie Ausreden, will ich es jetzt mal nennen, irgendwie benutzte halt irgendwie halt von wegen, ich habe mich festgequatscht irgendwie halt mit Kollegen, wo ich halt im Nachhinein halt denke, Mensch, irgendwie, da stimmt was nicht. Ja, ja. Und ich konnte das halt auch nachvollziehen, dann hat der Einzelabrechner der Telefonate der letzten Wochen irgendwie halt. Und wie wirst du dich jetzt weiter verhalten privat? Ihm gegenüber? Weiß ich gar nicht. Also ich bin gegangen irgendwie, wir haben halt noch ein Gespräch geführt irgendwie, bevor ich gegangen bin irgendwie, was eigentlich sehr deprimierend war, weil er halt sagte, Mann, ich weiß nicht, warum ich das tue irgendwie, ich habe dich schlecht behandelt. Und ich glaube, so eine Sache hätte nur eine Chance, dass ich dass man da einen Neuanfang versucht, wenn er ganz klar mit sich ins Gericht geht. Ich denke, das muss er. Das muss er. Und wenn klar ist, was es ist, und wir ahnen ja schon, in welche Richtung die Sache läuft, dass er sich da wirklich dann von außen Hilfe holen müsste. Und ich denke, ich kann da nicht helfen. Nee, das muss er machen. Er muss das machen. Das wäre sein Beweis, dass er was in die Waagschale wirft, indem er sagt, Monika, pass auf, so und so. Ich hänge da so voll drin. Ich hole mir jetzt professionelle Hilfe. Lass uns auf dieser Basis nochmal neu versuchen. Das wäre ja zumindest etwas, womit du etwas anfangen könntest. Auf alle Fälle so. Aber ohne dem geht das nicht. Ich denke, ohne dem geht das nicht. Und ich bin alt genug, um zu wissen, irgendwie halt, dass es halt nicht gut ist, wenn Menschen sich für Menschen ändern. So. Ja, naja, das nicht unbedingt. Ja. Wenn es zu seinem Vorteil auch ist, ist es natürlich nicht schlecht. Und das wäre sicherlich auch zu seinem Vorteil. Natürlich irgendwie. Ja, Monika, das tut mir leid. Das tut mir leid, aber dann hoffe ich, dass ihr zumindest beruflich, dass das nicht zu sehr an deinen Nerven nagt, wenn ihr das da... Das tun irgendwie, aber ich glaube ich. Glaube ich, ja. Dennoch, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Alles klar, danke dir. Ciao. Vor meinen Augen passiert ist unser Thema. Und ich frage euch, was ist vor euren Augen schon Schönes oder auch Schlimmes, Dramatisches oder sehr Schreckliches passiert? 0800 220 50 50. Hier ist Herbert. Herbert ist 73 Jahre alt. Guten Morgen, Herbert. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, das ist nett. Ist das erste Mal, dass ich an dieser Sendung teilnehme, obwohl ich es schon einige Male natürlich gehört und gesehen habe. Ja. Meine Geschichte ist 63 Jahre alt. Oh, ja. 63 Jahre, da war noch Krieg. Nein, das war 1945, der Krieg war zu Ende. Ja. Wir waren in einer Kleinstadt, in einer hessischen Kleinstadt habe ich gelebt. Mhm. Ich war damals 10 Jahre. Ja. Und wir waren von den Amerikanern besetzt. Ja. Das war so etwa jetzt um die Zeit, Mai, Juni muss es passiert gewesen sein. Mhm. Da war ja alles noch nicht so geordnet, wie man das heute kennt. Mhm. Und da passierte Folgendes. Ich unterhielt mich an einem wunderschönen Tag mit einem Jungen von einer Straßenseite zur anderen. Also ich war auf der anderen Straßenseite und er auf der gegenüberliegenden Straße mit seinem Fahrrad. Ja, so in deinem Alter ungefähr. Ja, ich kannte ihn aber noch nicht richtig, hatte ihn schon mal gesehen. Wir wollten uns eigentlich ein bisschen bekannt machen, wie das ja unter Jungs so üblich ist. Und in diesem Gespräch, er war mit dem einen Fuß links auf dem Gehweg und rechts auf dem Pedal. Mhm. Und dann passierte etwas Furchtbares. Es war ja so, die Amerikaner hatten ja drei verschiedene Typen von Autos. Das war einmal der Jeep und dann dieser mittlere Wagen, der Auto, was oben frei ist, und dann das Laster. Mhm. Und eines von diesen mittleren Wagen raste mit wahnsinniger Geschwindigkeit die Straße runter. Nun war das nichts Außergewöhnliches, das gab es ja öfters. Da hat man sich ja nichts bei gedacht, aber jetzt kommt es. Der fuhr dann auf den Gehweg mit den beiden Rädern links und fuhr genau auf den Jungen zu, der ja ahnungslos war, der war ja mit dem Rücken zu ihm. Ja, ja, verstehe. Und hat ihn totgefahren. Vor deinen Augen. Ja. Das heißt, das Auto ist über diesen Jungen drüber gefahren. Bitte? Das Auto ist über diesen Jungen drüber gefahren. Ja. Weißt du, was da für ein Bild entstanden ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Fahrrad mit dem Jungen ging einige Meter in die Höhe mit einem Haufen Staub
Und der Junge war in die Speichen hineingekommen, der ganze Körper. Und fiel dann wie so ein Sack nach unten. Und dann hat er noch einen Oberschenkel angepackt mit einer Hand, hat Mama gerufen und dann war es vorbei. Er hat noch mal Mama gerufen? Der hat noch Mama gerufen. Und dann war ich war so schockiert. Ich konnte weder heulen noch weinen. Ich konnte noch nicht mal was sprechen. Ja klar, du warst ja auch 10 Jahre erst alt. Ja. Also das ist ja auch klar. Was ist denn dann, ist dieses Militärauto weitergefahren? Die sind ein Stück weitergefahren, dann haben sie gehalten, dann kamen die beiden Amerikaner, haben sich das Ganze angeguckt, haben miteinander gesprochen. Ich konnte sie ja nicht verstehen, aber ganz cool. Also nicht, dass sie jetzt erschüttert gewesen wären, ganz cool. Ich weiß nicht, ob es Deutschhasser waren. Vielleicht haben sie ja durch Deutsche selbst irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, durch Soldaten, die umgekommen waren oder durch Angehörige, kann ja sein. Ja. Oder ob sie betrunken waren, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, aus meiner Sicht heute, damals konnte ich das nicht beurteilen, war es Mord. Und zwar heimtückisch. Die sind ja von hinten auf den raufgefahren. Also du meinst, dass die bewusst über diesen Jungen drüber gefahren sind? Ja. Dass die hätten bremsen können. Die hätten auf der Straße bleiben können. Ja, ja. Ja, die Straße war ja so breit genug, da konnten sie ja vorbeifahren. Ja, also wirklich besoffen oder das... Oder ein Hasser, ja. Ein Hasser. Was ist da mit diesem schwer verletzten oder dann schon verstorbenen Jungen geschehen? Ja, das sage ich dir gleich. Ich wollte dir nur noch sagen, dass das also heimtückisch war. Also wir würden heute sagen Mord. Denn das war, kann man auch nicht als Unfall bezeichnen. Denn das Auto hätte man ja nicht auf den Gehweg bringen müssen. Ja, ich habe es schon verstanden. Ja? Ja, ja. So, jetzt kam da unten ein Mann an, den kannte ich, ein Pole. Wir hatten ein kleines polnisches Arbeitslager. Das war nach der Besetzung aufgelöst worden. Und einige der Polen, die haben ja natürlich mit den Amerikanern paktiert, der wurde dann als Hilfspolizist eingestellt. Ja. Und der kam dazu, hat das Ganze aufgenommen auf einem Block. Lass mich mal fragen, währenddessen lag ja dieser Junge noch da. Woher wusste man denn definitiv, dass er da schon tot war? Also, Domian, bin ja dann darüber gegangen, ich habe das ja gesehen. Also da hat sich nichts mehr gerührt. Und bei so einer schweren Verletzung, das kannst du nicht überstehen. Und das war sicherlich auch ein schlimmer Anblick. Ja, natürlich. Ja. Und dann hat man die Mutter geholt, die arbeitete in einem Lazarett in der Nähe, weil ja inzwischen auch Leute kamen, die sich das mit Schrecken ansahen und den Jungen kannten. Und dann haben sie die Mutter aus dem Lazarett geholt mit einer Decke. Die arme Frau hat unterwegs schon geweint und geschrien. Und als sie dann da ankam, da ist sie zusammengebrochen. Wie furchtbar. Da hatte die Mutter und der Junge den Krieg überlebt und überstanden. Und dann passiert sowas. Ja. Und weißt du, dann ich hatte ja dann auf einmal so eine Angst. Ich bin dann weggelaufen. Ich bin ungefähr 150 Meter zurück die Straße runtergelaufen zu meiner Mutter. Und habe ihr das kurz erklärt, habe mich ein paar Tage lang auch nicht draußen sehen lassen und habe ihr gesagt, ich will nie Fahrrad fahren lernen, weil ich Angst hatte, dass alle, die jetzt Fahrrad fahren lernen, Jugend, dass sie angefahren werden. Hast du es denn dennoch auch deinen Eltern oder deiner Mutter erzählt, was geschehen war? Ja, natürlich. Ja. Und da habe ich mich, wie gesagt, tagelang draußen nicht sehen lassen aus lauter Angst. Nun muss ich allerdings sagen, man verdrängt das ja auch. Ja, also als Kind verdrängt man, das ist vielleicht auch gut so gewesen. Bestimmt, aber interessant ist ja oder bezeichnend ist ja, dass du heute, wo du 73 bist, das immer noch so vor Augen hast und mir das so genau erzählen kannst. Ja, Domian, das wirst du ja durch andere Gespräche auch schon erfahren haben. Wenn man älter wird, dann hat man all das, was man in der Kindheit erlebt hat, ob gut oder schlecht, sehr genau im Kopf. Ich habe das Bild so genau vor mir, dass ich es malen könnte. Also das kannst du nicht vergessen. Also zurück bleibt natürlich auch ein Entsetzen diesen Soldaten gegenüber, dass sie es getan haben. Ja, vor allen Dingen jetzt im Nachhinein, wie diese Kugel das beobachtet haben. Also nicht bestürzt oder irgendwas. Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen wahrscheinlich damals. Das ist ja auch der Beweis dafür,
dass Sie das vorsätzlich gemacht haben. Mhm. Denn wenn Sie das nicht vorsätzlich gemacht hätten, dann wären Sie ja irgendwie erschüttert gewesen. Mhm. So sehe ich das heute. Damals konnte ich das nicht beurteilen. Wie auch immer. Ein sehr, sehr schlimmer Vorfall. Aber ich muss aber auch zu Ehren der anderen Amerikaner sagen, die waren zu uns Kindern eigentlich im Allgemeinen immer nett. Mhm. Das hat sich nachher, da hatten wir also keine Angst mehr zu haben. Ich habe zwar am Tag, als wir eingenommen wurden, am 7. April, habe ich noch einen Todesfall erlebt. Ich bin nämlich genau in einen Granateneinschlag hineingekommen. Mhm. Und Gott sei Dank war ich klein und dadurch habe ich nichts abgekriegt. Aber ein Mann neben mir, ein Kaufmann, den hat es am Hals erwischt und der ist dann auch zusammengesackt. Mhm. Also habe ich zwei Tote. Also zwei Tote in frühester Jugend und Kindheit erlebt, in diesen schlimmen Zeiten. Aber da habe ich einen guten Engel gehabt. Also da dass bin du ich, du musst dir das vorstellen, die Granate schlug ungefähr 20 Meter vor mir ein. Ja. Und dann geht die ja schräg nach oben mit all den Splittern und Steinen. Ja. Und ich stand genau in dem toten Winkel. Ja, und über mich und an mir vorbei lief alles. Das war ein Schutzengel. Das war ein Schutzengel. Aber der Mann, der Erwachsene, der gerade aus einem Torausgang kam, den hat es am Hals erwischt. Den haben wir dann später noch gesehen, als wir aus dem Bunker zurückkamen. Ja. Lieber Herbert, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und uns diese Geschichte erzählt hast, obwohl es eine sehr traurige Geschichte ist. Aber genau darum geht es ja in unserem Thema heute. Ja, dann habe ich noch eine Bitte an dich. Kann ich von dir ein Autogramm haben? Sehr gerne, Herbert. Sehr gerne. Dann würde ich dich bitten, aufzulegen und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Da bedanke ich mich sehr. Sehr gerne. Also, ich freue mich, wenn du so weitermachst wie bisher. Danke sehr. Ein nettes Kompliment. Ich freue mich. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. 0800 22 050 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, zu unserem heutigen Thema vor meinen Augen passiert, dann meldet euch oder meldet auch ganz einfach domian@wdr.de. Nadine ist hier, Nadine ist 27. Guten Morgen, Nadine. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Nadine, guten Morgen. Was ist passiert vor deinen Augen oder geschehen? Ja, also ich war im 7. Monat schwanger mit meinem zweiten Kind und ich war gerade 18. Also ich habe mein erstes Kind sehr früh gekriegt, mit 16 schon. Und als meine Tochter gerade 8 Monate war, bin ich zum zweiten Mal schwanger geworden. Mhm. Und war dann in meiner Schwangerschaft, als ich im 7. Monat schwanger war, einkaufen, einfach ganz normal einkaufen, Babynahrung kaufen, Babyflaschen kaufen, was man so braucht, einfach Lebensmittel kaufen. Ja. Und bin nach Hause gekommen, habe die Tür aufgeschlossen, bin in meiner Küche gegangen und habe den Kühlschrank eingeräumt, was man so nach dem Einkaufen macht. Und bin dann weiter durch meine Wohnung gelaufen und habe gesehen, die Schlafzimmertür ist angelehnt und habe meinen damaligen Mann mit meiner besten Freundin im Bett erwischt. Das ist ja fast der Klassiker und immer wieder schlimm. Ja. Das hört man so oft und ich bin immer ganz, ganz fassungslos, wenn ich das höre, was die Leute tun und dass das so geschehen kann. Du bist im 7. Monat schwanger und dein Freund, ein damaliger, wie alt war dein Freund damals? Ja, 16 Jahre älter wie ich. Ja, 16 Jahre älter, ja. Eigentlich war das für mich immer so eine Bestätigung, dass ich für ihn noch sexy und erotisch bin. Ja, also ich bin noch jung und... Eine kleine Bitte, weil mich das irritiert. Schaltest du den Ton ganz weg von deinem Radio oder deinem Fernseher? Ja, klar, schalte ich meinen Ton weg. Ja. Kein Problem. So, jetzt gehst du da. Siehst du das? Er ist da zugange mit deiner Freundin. Ja, also als ich ins Schlafzimmer die Tür aufgerissen habe, ich war ja wirklich in Wut und alles, was man so hat, wenn man sowas sieht und Enttäuschung. Und ich habe auch eigentlich gar nicht glauben wollen, was ich da gerade sehe. Ja. Und hat die Tür aufgerissen und dann war irgendwie so die typische Situation, es ist nicht so, wie es aussieht. Bitte? Es ist nicht so, wie es aussieht. Sagt er. Ja. Sagten beide. So. Wie sah es denn aus? Ja, genauso wie... Also beide lagen nackt im Bett? Beide nackt und sie lagen beide in meinem Ehebett. In deinem Ehebett und lagen nackt nebeneinander, aufeinander oder wie auch immer. Ja, nebeneinander. Also die Kleinen kamen langsam nebeneinander. Gut, also aber sie lagen nun mal nackt in meinem Ehebett. Ja gut, was soll man da noch weiter denken? Also da gibt es für mich keine Ausrede mehr. So, warum liegt meine beste Freundin und mein Ehemann zusammen nackt in meinem Bett? Genau. Wie löste sich dann die Situation weiter? Wie entwickelte sich die Situation? Du stehst in der Tür. Die sagen, es ist nicht so, wie es aussieht. Was hast du dann gesagt und was haben die dann wieder gesagt? Also ich hab einfach gesagt, also wirklich so, ja, ist klar, weil... Was soll ich anderes sagen? Und meine damalige beste Freundin hat sich angezogen und ist einfach gegangen. Ach so, die ist gegangen. Die ist einfach gegangen. Also sie hat sich einfach aus dieser Situation rausgemogelt. Ja.
Und mein damaliger Mann, der saß dann so und kam dann irgendwann nach einer halben Stunde Diskussion mit dem Spruch, ich bin ihm einfach zu dick. Oh. Aber ich habe ihm gesagt, ich kriege ein Baby von dir. Also echt, Moment mal. Der hat zu dir gesagt, du bist zu dick. Du warst im siebten Monat schon. Ich bin zu dick. Ich bin ihm einfach zu dick geworden, genau, ja. Und da holt man sich dann, weil man Bock hat, jemand anderes ins Bett. Ja, meine beste Freundin, genau. Wie lange warst du mit diesem Typ dann noch zusammen? Zu dem Zeitpunkt waren wir 4 Jahre zusammen. Also 4,5 Jahre ungefähr. Also ihr wart dann danach noch 4,5 Jahre zusammen? Nein, danach, also zu dem Zeitpunkt waren wir noch gar nicht verheiratet. Ich habe ihn danach erst geheiratet. Nee, meine Frage war jetzt, nachdem das passiert war, wie lange wart ihr dann noch zusammen? Das war 2000 habe ich meinen Sohn geboren, Januar 2000. Jetzt nicht so viele Zahlen. Wie lange wart ihr danach noch zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre wart ihr danach noch zusammen? Ja. Warum? Weil ich einfach dachte, das wäre für meine Kinder gut. Also ich weiß nicht, ich habe einfach die Angst gehabt, ich nehme meinen Kindern den Vater. Wie waren denn diese 4 Jahre dann mit diesem Mann? Ganz schlimm. Ich hätte es mir fast gedacht. Also für mich wirklich ganz schlimm. Ist er dir öfters noch fremd gegangen? Also ich kann es nicht genau sagen, aber er war ganz, ganz oft weg und er wollte mich nie mitnehmen. Und er war einfach der Meinung, ich war nach der Geburt der beiden Kinder nicht mehr so, wie ich früher war. Also ich weiß es nicht, aber ich denke mal... Obwohl du ja auch gerade erst 19 Jahre alt warst, ne? Ja. Ja gut, aber 2 Kinder hinsetzen nun mal ihre Spuren. Ja, gut, aber ich habe auch Schwangerschaftsstreifen, ich bin auch ein bisschen... Also jetzt nicht viel, aber ich habe auch 5-6 Kilo zugenommen. Wer hat sich denn dann nach diesen 4 Jahren von wem getrennt? Ich von ihm. Das hast du dann geschafft nach 4 Jahren? Also ich habe irgendwann einfach nur für mich gedacht, ich bin noch so jung und ich muss einfach... Ich kann nicht mein Leben lang mit jemandem verbringen, der mich nicht liebt. Und für mich ist es keine Liebe, wenn mich jemand einfach betrügt. Diese beiden Kinder sind von ihm, ne? Ja, beide. Beide. Du bist heute 27. Ja. Wie ist heute der Kontakt zu dem Vater deiner Kinder? Also ich selber habe mit ihm so wenig Kontakt wie möglich, aber er kann alle 14 Tage seine Kinder sehen und in den Ferien, also diese normale Jugendamtregelung, sage ich jetzt mal. Also ich möchte schon, dass er seine Kinder sieht und ich möchte schon wissen, möchte schon haben, dass seine Kinder sehen, wer ist mein Vater. Verstehe. Also ich möchte nicht von ihrem Vater ab. Ja, ja. Was ist denn dann damals aus deiner Freundschaft mit deiner besten Freundin geworden? Nee, also gar keine mehr. Gab es denn irgendwann nochmal ein klärendes Gespräch? Ja, das gab es noch. Und wie hat sie sich dann dargestellt und erklärt? Ja, also war eigentlich so... für mich in meinen Augen total lächerlich, weil sie hat zu mir gesagt, sie hätte ja noch nie mit einem Mann geschlafen und er wäre so erfahren gewesen, weil er eben so alt war. Stimmt das, dass sie noch nie mit einem geschlafen hatte zu dem Zeitpunkt? Ja, das weiß ich nicht. Aber wenn man beste Freundin ist, dann weiß man das doch. Also vom Reden her, was sie mir immer erzählt hat, stimmt das schon. Naja, war sie auch in deinem Alter damals? Ja, genau. Ja. Und ist das einmal passiert mit deinem Partner? Nein, die sind heute noch zusammen. Die sind heute noch zusammen. Und haben Kinder? Ja, ein Kind haben die miteinander. Ja, dann ist es doch klar, dass die in diesen 4 Jahren, wo du noch mit ihm zusammen warst, dass da auch die ganze Zeit irgendwas gelaufen ist. Natürlich, also heute denke ich auch so, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es natürlich nicht. Oder hast du alles verdrängt? Ja, absolut. Oder so. Ne? Denkst du heute, wenn du so deine Vergangenheit kritisch anguckst, denkst du, Mensch, ich hätte viel früher gehen sollen? Ja, absolut. Glaube ich auch. Absolut. Also meine Kinder würde ich niemals missen wollen. Also ich liebe meine Kinder über alles und ich bin froh, dass meine Kinder da sind. Aber ich war ja mit meinem Kind schon schwanger und ich hätte einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich die beiden erwischt habe, gehen müssen. Hätte zu gehen müssen, ja, stimmt. Ja. Einfach nur für meine Zukunft, für meine Seele. Ich muss einfach, bis heute habe ich so, ich habe auch Probleme, jemandem zu vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du denn heute wieder in einer Partnerschaft oder nicht? Nein. Nein. Also ich hatte schon mal so, aber ich kann einfach niemandem vertrauen. Das ist so die Nachwirkung jetzt von all den Enttäuschungen und der schlimmen Zeit. Also alles geht daran kaputt, eigentlich, dass ich so sehr eifersüchtig bin. Also ich kann nicht haben, wenn jemand alleine abends weggeht. Was eigentlich dazugehört. Klar, normalerweise geht der Mann abends mal alleine weg, die Frau geht mal mit ihren Freundinnen weg, aber ich... Wichtig wäre natürlich, dass du bist ja erst 27, dass du das irgendwie in den Griff kriegst, damit du einfach die Grundlage auch schaffst, wieder für eine neue Beziehung irgendwann. Aber das ist für mich ganz schwer.
Ganz schwer. Ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit der Sabine, meiner Psychologin, anbieten, Nadine. Ja. Vielleicht könnt ihr gemeinsam da mal beratschlagen, was du in die Wege leiten könntest oder was du tun könntest. Damit das so ein bisschen korrigiert wird, dieses Verhalten. Fänd ich gut. Ja? Ja. Dann würde ich dich bitten, oder möchte ich dich bitten, aufzulegen, und Sabine ruft dich gleich an. Ja, das wäre super. Ich wünsche dir viel Glück für deine Zukunft und dass so etwas nie wieder passiert und dass bald eine große Liebe in dein Leben hineinschneit. Alles Gute wünsche ich dir. Danke ich dir. Kannst du mir auch noch ein Autogramm schicken? Sehr gerne. Dann sagst du bitte der Sabine deine Anschrift gleich. Mache ich gleich. Okay, Nadine, super. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. 0800 22 050 50. Hier ist Manuela. Manuela ist 41. Guten Morgen, Manuela. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du auch da bist. Ja, unser Thema. Das ist ja eine heftige Sendung heute, aber ich habe leider auch was ganz Schlimmes zu erzählen. Was auch vor deinen Augen passiert ist. Ja, und zwar hat sich jemand von mir mit einem Feuerzeug bzw. mit Flüssiggas angezündet und hat lichterloh gebrannt. Ich bin Krankenschwester, muss ich dazu sagen, und das ist im Nachtdienst passiert. Wie kann man denn mit einem kleinen Feuerzeug, beschreiben mal, wie das... Ich muss dazu sagen, dieser Patient war 65 Jahre alt, saß im Rollstuhl. Und war der psychisch erkrankt? Nein, halbseitig gelähmt. Und wollte sich nachts halt eine rauchen und hat sich praktisch mit der gesunden Seite sein Feuerzeug befüllen wollen, so ein Benzinfeuerzeug. Ach so, befüllen wollen, naja. Ja, und das ist ihm wohl ausgelaufen und auf den Schlafanzugärmel gelaufen, dieses flüssige Gas. Und er hat das aus Versehen ausgelöst. War es Gas oder Benzin? Nee, Gas war das. Gas war es, flüssiges Gas. Ja, ja, genau. Und das ist dann über den Ärmel gelaufen und er hat das aus Versehen ausgelöst und das stand er sofort in Flammen. Stand nur der Arm in Flammen? Oder? Nein, das hat sich sofort entzündet. Das ist über den ganzen Oberkörper gegangen. Der saß jetzt in dem Rollstuhl auf so einem, ja, die haben so komische Kissen da drin, auf so Kunstleder. Ja. Und das war am Glimm und am Ölm. Das ganze Zimmer war total voller Rauch. Sag mal, nur damit ich es mir besser vorstellen kann, der arme Mann hat im ganzen Oberkörper gebrannt? Ja, inklusive Haare, alles. Also es saß im Rollstuhl eine brennende Gestalt vor dir. Richtig. Die Haare brannten und sein Schlafanzug oder was er anhatte, alles also brannte. Also der Schlafanzug, da war nachher nur noch das Bündchen am Handgelenk von da. Das war in Sekunden, war das alles weg. Warst du denn in dem Moment, als die Flammen sich entzündeten, warst du da schon in seiner Anwesenheit? Nein, ich war auf dem Flur. Die Zimmertür war auch geschlossen. Die haben wir nachts ja nicht auf. Das ist so. Und ich habe das Wimmern gehört. War er alleine in dem Zimmer? Er war alleine im Zimmer. Ach so. Ein Einzelzimmer gehabt, ja. Ich habe das Wimmern gehört und habe auch sofort reagiert, weil das konnte nur aus dieser Richtung kommen. Und habe das gesehen und habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das war wie so ein Film, der sich da abgespielt hat. Hat er gewimmert oder hat er richtig geschrien? Nein, er hat gewimmert. Ach. Das war so ganz komisch. Das war auch ganz unheimlich. So nachts kennt man ja so die Geräusche, die so im Haus sind. Ne? So, jetzt kommst du in das Zimmer rein, der Mann brennt lichterloh. Ja. Was macht man da auch als Krankenschwester? Was tut man da? Ja, ich habe geguckt und also in jedem Zimmer ist auch ein Waschbecken bei uns. Und habe die Handtücher, die da waren, in das Waschbecken geschmissen, habe das nass gemacht. Der saß, wie gesagt, auf so einem Kunstkissen und das hat geglüht oder geglimmt. Ne? Und dann habe ich wirklich den mit nassen Handtüchern gelöscht. Ganz geistesgegenwärtig mit was natürlich richtig war, ne, mit nassen Handtüchern. Ja, logisch, klar. Ja. Ich habe nur gedacht, wenn er jetzt im Bett gelegen hätte, dann hätte ich keine Chance gehabt, weil so eine Bettdecke brennt natürlich ganz anders wie der Rollstuhl. Gab es denn im Flur da keinen Feuerlöscher, den man hätte nehmen? Ja, man kann einen Feuerlöscher nehmen, aber ich stand fast direkt neben dem Spülstein. Verstehe. Das war für mich das Mittel der Wahl. Ja. Dann habe ich das erstmal ausgemacht. Und du hast es geschafft, die Flammen zu löschen? Ja. Und ja, wir machen auch Brandschutzübungen. Na ja, gut, aber in der Situation dann. Und ungern, wie man da hingeht, weil es wirklich, ne, es ist echt super wichtig auch. Ja, und dann neben seinem Zimmer, das war so eine Bucht, war auch direkt das Badezimmer. Da habe ich dann, wie gesagt, diesen Elektrorollstuhl da reingehievt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Die Dinger sind sowas von schwer. Und habe wirklich die Dusche angemacht und habe den mit handwarmem Wasser wirklich abgeduscht. Ich habe mein Handy immer im Nachtdienst dabei, weil ich bin ja alleine im Haus. Und dann die Feuerwehr angerufen und habe halt einen Rettungswagen geordert. Aber Rettungswagen, er war doch in einem Krankenhaus.
Ja, Rettungswagen, Spezialklinik, Notarzt. Spezialklinik, ja, verstehe, ja. Und ja, dann hat er Bescheid gesagt und er war total unter Schock und erzählte noch, seine Freundin käme ihn heute besuchen und aber das bei ging Bewusst- alles gar nicht. Bei Bewusstsein war er schon. Ja, ja, genau. Mhm. Und ich sag, nein, ich sag, dann müssen wir jetzt, muss einfach mal jemand drauf gucken und ja, dann sind die gekommen. Und haben ihn auch sofort in eine Spezialklinik nach Dortmund gebracht. Mhm. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, ich muss da wirklich so einen Quatsch geredet haben, wie dieser Elektrorollstuhl war jetzt kaputt, weil ich habe den ja mit laufendem Wasser übergossen. Und dieser Feuerwehrmann, der war total nett und sagte auch, ja, das gut, dass da nicht noch überhaupt keine Gedanken drüber machen, nee, Menschenleben aber, geht davor. Ne? Ja, aber gut, dass da nicht noch was passiert ist, dass da nicht irgendwie ein Kurzschluss irgendwie oder so. Also das wäre dann, glaube ich, ja. Was ist aus diesem Mann dann geworden? Also die haben den 3 Monate in künstliche Koma gelegt. 3 Monate in künstliches Koma. Das heißt, er hatte stärkste Brandverletzungen. Ja, das war auch wirklich richtig gelb so. Also die Leute, die dann gekommen sind, die haben auch gesagt, hätten sie noch nie gesehen, weil das ja sofort so eine Hitzeentwicklung Wahnsinn, ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann ja, danach, nach den 3 Monaten? Die haben ganz viele Hauttransplantationen gemacht. Er hatte auch ganz viel Schwierigkeit mit seiner Lunge, weil er dieses Kunststoffzeug eingeatmet hat. Und der ist danach in ein Altenheim verlegt worden. Hast du ihn irgendwann mal besucht? Ich habe nächtelang, als ich noch nicht wusste, dass er in dieses Altenheim gekommen ist, ich habe nächtelang davon geträumt. Ich habe Albträume gehabt. Ich habe seine Beerdigung geträumt und das fand ich ganz schrecklich. Aber hast du ihn denn mal real im Krankenhaus oder im Altenheim besucht? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe da Abstand von genommen. Warum? Vielleicht. Also ich habe in dem Augenblick, wo ich da gehandelt habe, habe ich meinen Job gemacht. Mhm. Ich habe auch nachher erst zu Hause das große Flattern bekommen, als mein Nachtdienst zu Ende war. Aber du hast ihm das Leben gerettet. Ja. Job hin, Job her, du hast ihm das Leben gerettet. Gut, aber er war halbseitig gelähmt und hat sich die gesunde Seite verbrannt. Mhm. Ich habe höchstwahrscheinlich immer das Gefühl gehabt, ja, ob der mir Vorwürfe macht, so nach dem Motto, guck doch mal. Ach. Was habe ich jetzt für eine Lebensqualität oder so? Du hast Angst, dass der Mann dir Vorwürfe macht? Ich weiß es nicht. Was sollte er für einen Vorwurf machen? Hättest du mich verbrennen lassen sollen? Nein, um Gottes Willen. Also ich, ne? Aber das ist schon Wahnsinn. Aber sowas kann man nicht nachdenken, aber man hat solche Gedanken. Ja, aber so zu denken ist ja schon sehr krumm irgendwo. Du hast deine Pflicht getan als Mensch, nicht mal als Krankenschwester, sondern einfach als Mensch. Du warst sofort zur Stelle und hast das getan, was du tun konntest. Ja, so wie du es jetzt geschildert hast, konntest du nichts anderes machen. Ja, stimmt. Und wenn, es ist auch wirklich, es ist ein Rundschreiben durchs Haus gegangen worden. Die haben wirklich geguckt. Was ich ganz, ganz schlimm fand, obwohl die wirklich sehr, sehr nett waren, danach ist die Kripo gekommen. Mhm. Die haben sich das Zimmer angeguckt und auch die Begebenheit, wie das Feuerzeug da lag und diese komische Gaspatrone. Die müssen sich vergewissern, aber das fand ich ganz schrecklich. Ja gut, aber die müssen schon kommen. Das ist schon, glaube ich, Routine, ne? Dass ja, die, so. Natürlich. Das war auch Routine und die waren auch sehr nett. Die haben auch gesagt, dass sie das machen müssen und hast das du war auch eindeutig. Von Seiten deines Vorgesetzten oder von Seiten der Klinikleitung, in der du gearbeitet hast, ein Lob bekommen? Ja, also die waren wirklich auch total nett. Ich musste ja dann die Rufbereitschaft anrufen, die ich noch habe im Hintergrund und dann auch die Fachleitung. Die sind dann auch gekommen, aber auch nachdem alles passiert war. Er war schon in der Spezialklinik und die Kripo war auch schon weg. Und dann wurde so ein Protokoll aufgenommen, sofort vor Ort, damit einem auch wirklich noch alles einfällt, was man gerade in dieser Nacht erlebt hat. Und tja, das machen die natürlich nicht, weil die besonders lieb sein wollen, sondern die müssen sich absichern, was in dieser Nacht passiert ist, was für Maßnahmen gelaufen sind. Ja, ist schon klar. Ist schon und klar. Die waren total lieb. Wir haben noch einen Kaffee zusammen getrunken. Mhm. Ich musste das auch loswerden. Wie lange hast du gebraucht? Der ist wahnsinnig geworden. Ja, glaube ich. Wie lange hast du gebraucht, bis du diesen, das ist ja auch ein Schock für dich gewesen, bis du das so einigermaßen verarbeitet hast? Ganz schlimm war es die Nacht drauf. Da hatte ich dann nochmal Dienst. Das glaube ich. Da habe ich die Mäuse hier husten gehört. Aber ich habe mich dann immer versucht, selber irgendwo runterzufahren, indem ich gesagt habe, wie wahrscheinlich ist das, dass man das überhaupt erlebt? Und wie wahrscheinlich ist das, dass man das die Nacht drauf noch erlebt? Nach dem Motto, jetzt komm, beruhig dich mal. Wie lange liegt das Ganze überhaupt zurück?
Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Heute immer noch so ein bisschen letztendlich. Das werde ich nie vergessen, dieses Erlebnis, ganz bestimmt nicht. Und ja, so in deiner Sendung heute ist mir das so mal wieder so bewusst geworden. So die erste Anruferin, die war ja auch ziemlich. Und habe ich gedacht, ja klar, das sind so Sachen. Ja, die vergisst man nie. Nie und nimmer. Das kann allerdings auch stark machen, ne? Das glaube ich. Aber selbst du als Krankenschwester bist ja mit vielen, vielen schlimmen Dingen konfrontiert in deinem Leben schon gewesen. Ist das dann noch etwas ganz Besonderes, ne? Ja, klar. Aber es macht, das ist ein guter Satz, den du gerade gesagt hast. Das macht einen noch stark. Ja, das macht einen stark. Vor allen Dingen, wenn man im Nachhinein noch sagen kann, ich habe das getan, was ich tun konnte. Ich hatte gar nichts anderes. Ja, klar. Denkst du manchmal noch an diesen Mann, ob er noch lebt, wie es ihm geht? Er lebt noch, das weiß ich. Und so auf deine Frage gerade, so ob ich ihn mal besucht habe oder ja, ich denke mal, ich werde vielleicht doch mal vorbeifahren und einfach mal hallo. Vielleicht wäre es sogar sehr schön. Vielleicht ist es für ihn eine ganz tolle Sache, dich kennenzulernen. Er weiß ja, wie das abgelaufen ist. Und vielleicht ist es auch für dich ganz gut, diesen Menschen nochmal zu sprechen, einfach mit ihm sich mal zu unterhalten. Auch, ja, auch ich glaube, ich werde das tun. Ja, auch was deine Schuldgedanken anbelangt. Ja, das ist verrückt, dass man sich das ist verrückt. Sicher ist das für diesen Mann ein ganz schweres Schicksal, dass er nun auf der einen Seite ist er gelähmt und die gesunde Seite ist verbrannt und all das, was er auch an Schmerzen hat ertragen müssen. Aber da trägst du ja keine Schuld dran. Ja, das stimmt, hast du recht. Vielleicht hat er sich auch einigermaßen wieder erholt und es geht ihm ganz gut und ist sogar vielleicht sehr froh und dankbar, dir ein Dankeschön zu sagen. Überleg's mal. Ja, so um das Dankeschön geht's eigentlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also eine gewisse Neugier, so wie er sein Leben jetzt so gestaltet, genau. Habe ich bestimmt, dass ich das so erfahren würde, klar. Liebe Manuela, danke, dass du angerufen hast. Ja, und ich bedanke mich auch bei dir und bei deinem Team, die alle ganz lieb waren. Tolle Sache, was du da gemacht hast, wirklich. Dankeschön. Bekomme ich ein Autogramm von dir? Ja, sehr gerne. Ich bin ganz, ganz treuer Fan von dir bin. Und jedes Mal in der Nachtschicht richte ich meine Pause so ein, dass ich von 1 bis 2 wirklich gucken kann. Ach, das ist ja nett. Oder hören kann. Das ist ja super nett. Das ist aber sehr, sehr, sehr freundlich. Ja, natürlich. Heute ist Autogrammverteiltag. Du legst bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ja, dir auch, tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Marc. Marc ist 30. Hallo Marc. Hallo Domian. Du klingst nach Auto, oder? Ja, LKW. Ja, stehst du oder fährst du? Ich fahre noch, aber ich suche gerade einen Parkplatz, es kommt noch keiner hier. Das wäre ganz gut. Aber wir können ja schon mal anfangen. Ja, genau. Was ist vor deinen Augen passiert? Ich habe gesehen, wie mein eigener Vater gestorben ist. Wie dein eigener Vater gestorben ist? Ja. Was? Das war am Mittwoch, das war am 13.12. Letztes Jahr? 2006. 2006, ja. Ja, und dann rief der Chef an von meinem Vater. Wir sollten dann schnell mal zum Flughafen fahren in Düsseldorf. Mhm. Der Vater geht wohl nicht so gut. So, ich war gerade zu Hause, habe ich mit meinem Bruder angerufen. Ja. Dann sind wir mit meinem Bruder hingefahren, und dann kam er da an, lag der Vater neben dem LKW, der war LKW-Fahrer. Achso, der war auch LKW-Fahrer und war am Flughafen. Genau, am Fluchtfrachter am Fahren und lag da schon neben dem LKW, war schon tot. Wir haben den versucht, wiederzubeleben, 45 Minuten lang. Ja. Und keine Chance gehabt. Da haben sie mit Delphi, mit Mund-zu-Mund-Beatmung, haben sie noch Herzflimmern gehabt, aber keine Chance mehr gehabt. Also als du ankamst, war der Vater schon tot? Ja, also zum Teil, ja. War gerade mal 2 Minuten tot oder so. Was war denn passiert? Herzinfarkt. Ja, Herzinfarkt. Ein LKW ausgestiegen, hat sich ein Herz gepackt und umgekippt und war tot. Und den Kopf aufgeschlagen. Hatte er denn vorher Beschwerden? War er herzkrank gewesen? Ja, also der hatte, einen Monat vorher, sie haben einen Herzinfarkt festgestellt, hatte so einen Bypass bekommen. Ach so. Ich dachte, der Herzinfarkt war das. Mhm. Also hat er noch nicht gemerkt und dann hat er Bypass bekommen und dann ist er auf Herzinfarkt gestorben. Mhm. Vor deinen Augen? Vor meinen Augen, ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr, sehr, sehr groß. Also, sehr, sehr, sehr gut. Ja, Freund und Vater gleich. Also. Aber dann ist es ja umso schlimmer, wenn man so etwas erlebt. Naja, auf jeden Fall, ja klar. Wie hast du das denn dann damals so erlebt, als der Vater plötzlich dann vor deinen Augen verstorben ist? Also anderthalb vorher ist meine Mutter gestorben. Anderthalb Monate vorher? Nee, anderthalb Jahre vorher ist meine Mutter gestorben, ja. Und wir waren auch eng zusammen, also wir waren
ganze Familie war eigentlich zusammen. Mhm. Und dann war man verdammt, hat er irgendwie alleine gewohnt und hat immer gesagt, ey, meine Mutter, die Ursula. Mhm. Ursula und ja, weiß auch nicht, ist irgendwie der Herz zerbrochen, er ist allein, hat alleine gewohnt. Mhm. Und der war ja Rentner, der war 67. Ja. Achso, 67 war er. Ja. Mhm. Und er wollte auch, er hat auch nebenbei noch gefahren, LKW, also ja. Er hat auch damals gesagt, wenn ich sterben will, möchte ich neben LKW sterben. Und auch war die dann obsolet tot. Weil das sein Leben war, der LKW. Ja. Aber nochmal die Frage, du stehst da neben dem Wagen und der Vater liegt auf der Erde und ist tot. Ja. Wie hast du das empfunden? Was hast du denn getan? Ja, das ist unbeschreiblich. Ich weiß auch nicht, damals habe ich geschrien, ohne Ende geschrien, Vater, ne? Mhm. Also die Polizei hat mich ja zurückgehalten und die ganzen Ärzte, da waren ja Ärzte ohne Ende. Mhm. So viel habe ich auch keinen Hoffnung nie gesehen. Ne? Mhm. Ja, und das ging am Flughafen und unbeschreiblich, als Erfahrung gefunden habe. Also, wahrscheinlich in dem Moment kapiert man das gar nicht wirklich, was, nee. was da passiert. Und das Schlimmste sagt, der Vater war ja tot, da haben gesagt, die Ärzte, das kann man nicht mehr machen, für 5 Minuten. Und dann lag der Vater da, bis der Leichenwagen da kam. Mhm. Und dann habe ich den Vater ganz an der Hand gehalten, obwohl er nicht durfte, weil die Polizei hat gesagt, wegen Spurensicherung und. Und das heißt, du warst dann da und hast gesehen, wie dein Vater in den Leichenwagen hineingelegt wird. Ja. Dort hat so ein Leichenlächeln im Mund gehabt, also war ganz schlimm. Das sind natürlich auch Eindrücke und Erinnerungen, die man nie los wird, ne, im Leben. Nee, auf keinen Fall, ne. Vor allen Dingen stelle ich es mir sehr schlimm vor, wenn du sagst, dass kurz davor, anderthalb Jahre vorher, deine Mutter auch noch verstorben ist. Ja, also meine Mutter hat ja Krebs gehabt, da habe ich irgendwie verstanden, dass ich sterben muss, weil Krebs, die wusste, Gehirntumor und so, da kann man irgendwie schon mit vorhin arbeiten, irgendwann ist das vorbei, ne? Mhm. Und aber dann beim Vater absolutes Herzinfarkt, ey. Also das ist unbeschreiblich, ey. Mhm. Also eine Sache, die du niemals vergisst und wahrscheinlich, wenn du in Düsseldorf am Flughafen bist, ist es sowieso ganz im Kopf, ne? Ganz klar. Ganz präsent, dann denke, ja. Ja. Das tut mir sehr, sehr leid, Marc. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja. Wünsche dir aber, dass du allzeit gut fährst und dass kein Unfall passiert und dass es dir gut geht. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke schön, Domian. Alles Gute. Ja, gleich noch einen Zusammen von dir haben. Ja, wir rufen dich auch gleich nochmal an. Okay. Tschüss. Tschö. Und Jule ist hier. Jule ist 25. Hallo, Jule. Hallo. Ach, Jule, jetzt haben wir gar nicht mehr viel Zeit, sehe ich gerade. Ja, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich habe gar nicht so die ausufernde Geschichte. Erzähl mal. Ich arbeite in Frankfurt in einem Drogenkonsumraum und habe eines Tages bei der Arbeit, also wo man ja eh schon sehr viel sieht vor den Augen, habe dann eines Tages halt bei der Arbeit aus dem Fenster geguckt und gesehen, wie gegenüber einer vom Hochhaus anscheinend gesprungen ist und auf den Boden geknallt. Ach du. Weil ich war schockiert, weil ich den Sprung halt nicht gesehen habe und nebendran auch noch ein Baugerüst ist und dachte erst, das sei ein Bauarbeiter, der da vom Gerüst fiel. Mhm. Und da wir auch eine medizinische Grundausbildung haben, mussten wir, also meine Kollegin und ich, raus und ich konnte dann aber nicht an den Menschen. Das. Warum nicht? Ich habe den aufknallen sehen und ich war völlig perplex. Hast du das gesehen, wie das aussah? Ja, ich habe den halt auftreffen sehen auf dem Boden. Das. Wie sieht das aus? Zerplatzt der Mensch? Das Geräusch ist unwahrscheinlich. Nee, der Mensch zerplatzt nicht. Es hört sich an, als wird so ein Betonsack auf den Boden fallen und der würde aufplatzen. Wie viele Meter waren das? Knochen krachen, ja. Wie viele Meter waren das ungefähr, die hier runter? Das war ein fünfstöckiges Haus. Oh, fünfstöckiges Haus. Oh, weil das ist natürlich eine. Also es ist ein heftiger Schlag, den, also ich habe so, wenn ich, habe Probleme eher so mit Schlägen, wenn ich so heftige Schläge höre, dann tut es. Also der Körper, das wusste ich nicht, ich dachte, der Körper würde auseinanderplatzen bei so einem Aufteil. Der Körper ist wahrscheinlich innerlich völlig kaputt. Genau, also es ist halt aus allen Öffnungen das Blut geströmt. Aber die Haut ist noch, die ist noch da. Absolut intakt, ja. Und du konntest, also ich weiß jetzt nicht, wie es unter der Kleidung ausgesehen hat, aber. Und du konntest da nicht hingehen? Ich bin bis einen Meter dran gegangen und sofort wieder weg. Das ging nicht. Aber dieser Mann war ja wahrscheinlich sowieso tot und man hätte nichts mehr machen können, oder? Genau, ja, die Kollegin war dann dran und da war schon alles vorbei. Mhm. Aber auch das, auch wenn es jetzt ein Fremder war und kein Verwandter oder Freund oder Angehöriger von dir, auch das ist wahrscheinlich eine Erinnerung, die auch absolut eingebrannt ist, ne? Ja, die bleibt für immer. Ja, das glaube ich. Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn du so ein ähnliches Geräusch hörst, ne? Ja. Also wenn man dann in einem Krimi noch so einen Selbstmord sieht, das ist nicht so angenehm. Aber ja. Jule, jetzt hast du deine kurze Geschichte schon erzählen können. Ich freue mich, dass du noch dran gekommen bist, wenngleich es auch natürlich ein sehr trauriger Inhalt war. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Vielleicht.
So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Vor meinen Augen passiert. In der Technik Axel Düllmann. Morgen sind wir auch wieder da. Radio 1 Live, 1 Uhr, Radio 1 Live, wieder Fernsehen und 1 Festival. Wie immer freitags dann mit einer freien und offenen Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1, wie gesagt, sind wir hier. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Jetzt eine gute Nacht. Tschüss.